Endlich gutes Wetter fürs Heu. Ständig drohen Gewitter. Aber irgendwie muss das Futter in die Scheunen. Stress für ein Familienunternehmen. Wir haben noch gar keine Ahnung von schönen Zeiten, schweren Zeiten. Runter, runter, runter. Hoch. Okay, runterlassen. Zurück. Da häng noch mal ab und neu an. Du bist hier daneben. Sollen wir denn nicht dann hier vorne das Heu dran setzen und vor die ballern? Ja. Und hier vorne steht ja, das Stroh vor. Wie willst du da dran kommen? Hier daneben machen wir das Heu. Da kann ich dann die Tage schon wieder mit runter. Daneben, vor die zwei Reihen. Ich fahre zuerst zum Stoffes, dann fahre ich zum Künstler für uns das Stroh, dann fahre ich morgen früh um 5 Uhr holen. Stoffes ist für Stoffes, oder? Das ist für Stoffes. Okay, ich habe Sascha weg, der hat die Nummer auch vom Kinnenweiß, der wo der hin muss. Gehen fährt jetzt bei Bissels. Und danach zu Herrn Eddie, hat die Nummern auch dabei. Und wenn er kommt, dann wird Rüschpresse. Ist das eine schöne Zeit für Sie, wenn Heu kommt? Nee. Die ist hektisch. Schönste Zeit im Winter, wenn wir Skifahren. Eine schöne Zeit. Wir haben noch gar keine Ahnung von schönen Zeiten, schweren Zeiten. Ja, okay. Nee, mögen Sie das Heu gar nicht? Doch, wir mögen alles. Das Problem ist, es kommt alles zu viel aufeinander. Und dann haben die ja nicht 5 Minuten Zeit. Die sind alle so... Du musst gleich die Papiere von Holland noch rausholen, ne? Ja. So, jetzt sind wir. Komm, jetzt sehen wir, was wir getan kriegen. Heute sind es meist Lohnunternehmer wie Alexander Sauer, die im Auftrag der Bauern das Heu machen, weil sie die Maschinen haben. Dieses Jahr gab es bisher kaum Heuwetter, aber jetzt haben die Vorhersagen 2-3 Tage hintereinander trockenes Wetter versprochen. Pass auf, dann mach an und dann... Er muss sehen, ob der Wender hoch genug eingestellt ist, sonst reißt er zu viel Moos raus. Gib Gas! M4 und Gas geben, Handgas rein. Hier sieht man auch schön, wo ein Knubbel ist. Hier ist da noch nass drin, wenn man hier dran packt. Wenn Sie immer dran packen, merken Sie das richtig, den Unterschied. Hier ist es nass und hier trocken. Und dafür ist das Wenden ja da, ne? Wir sind in der Eifel, in der Nähe von Schleiden. Aber der Familienbetrieb fährt für Einsätze inzwischen bis zu 80 Kilometer weit. Sie ernten Heu, Getreide und Mais. Und sind davon abhängig, dass all ihre Maschinen einsatzbereit sind. Der hat mir einen Mähdrescher fest versprochen beim Kauf von dem 7260. Und wenn der dieses Mal mich wieder hängen lässt, dann weiß ich nicht, was ich mache. Dann drehe ich durch. Also das geht nicht. Ich habe dem Kunden zugesagt. Und er kann sie nicht an andere Leute vermieten, wenn er mir zugesagt hat. Denn er will gerne mehr Geld verdienen. Und wenn er mich belügt, dann werde ich sauer. Danke, tschüss. Das Leid des Lohnunternehmers. Ja, hat mich der Werkstatt, die mir eine Maschine versprochen hat. Das hat mich ja noch nicht sitzen lassen. So tut sich was schwer. Sagen wir mal so. Anlänger weißt du, wie hinten geht. Ja, du bist jetzt auf 1,80, ne? Nee, muss schon 2,30 stellen. 2,30. Nicht 2,40, 2,30. Ja. Der Vater will gleich in Belgien Heu pressen. Kordel ist hier noch drin? Da tue ich vielleicht sogar noch Press. Da sind bestimmt 200 Ballen. Ja, wir haben morgen Thelen, Kossmann und Röveni und Scheidweiler. Da haben wir, hat eine Presse. Scheidweiler werden wir morgen noch nicht abfinden. Hat sie immer wieder geklappt. Das sind ganz große Ballen, 90 cm hoch. Die machen wir bis 2,40, 2,50 lang. 2,40? Ja, 510 bis 540 Kilo drin. Dürfen sie aber auch nicht drunter stehen, ne? Nö, das nicht. Die fallen ja auch da hinten quasi so raus, ne? Alexander Sauer? Und was für eine Schnelligkeit das ist, ne? Da fahren sie dann mit 12 und 15 Stundenkilometer über so die Kiasten, die frisst und frisst und frisst. Das ist schon verrückt. Das ist verrückt, das ist schön, aber es müsste mehr mit der Ruhe gehen, das wäre schön. Ne? Früher bin ich Tag und Nacht gefahren, da brachten die 14 Tage, da hast du Geld verdient, 2 Jahre Mähdrescher bezahlt. Halt. Brauchst du 30 Jahre, ihr bezahlt es. Aber du musst die Palette anbieten, wenn du bei den Kunden alles machst. Ne? Das ist das. So, flugt alles, wa? Okay. Wenn sie aber was Hilfe braucht, ist der hier auch in der Nähe, ne? Hinten ist ja der Hebel für die Zylinder. Druck oder Lose? Sohn Lukas hilft in den Ferien viel mit. Wenn du mit offenem Presskanal fährst, komm noch mal gerade runter, ich zeig dir das noch mal. Hab ich dir aber dem Netz schon mal gezeigt, ich zeig dir das lieber noch mal. Komm noch mal gerade runter auf den Hof. Jo, tschüss.
Also guck drauf, du fährt die sich zu. Und die fährt hier so zu, wenn wir das so ist. Wenn du jetzt Gas gibst, baut die Druck auf. Ja. Von vorne, dann siehst du, wie die Uhr hochgeht. Ja, wenn ich den anmache. Genau, dann pumpt die Druck auf. Ja. Wenn du den Hebel aber aufmachst, geht der Druck immer flöten. Ja. Das ist mir hier in Belgien passiert und dann hast du Spaß. Jetzt aber aufpassen. Ganz alt werden wie eine Kuh, man lernt immer noch dazu. Da müsste ich mal merken, den Spruch. Aber der Sohn muss Ihnen jetzt die Welt erklären hier. Ja, immer, ne? Ja, ja. Gott sei Dank. Er ist der Techniker, ich bin der Bürokrat. Aber wachsen einem die Computer hier nicht manchmal über den Kopf? Nee, ich bin kein Computermensch, ich habe alle Zahlen im Kopf. Ich bin Zahlenmensch, ich habe alle Zahlen im Kopf. Vergesst den Namen einer schönen Frau, aber nie die Telefonnummer. Merken Sie sich das, weil die ist wichtig. Wenn Sie nicht anrufen, kann sie noch so schön sein. Man muss den Fahrern schon ein paar Stunden Zeit geben, sich reinzudenken. Und ihm aber auch, oder? Wir versuchen ihn immer auf Maschinen zu halten, wo er sich dann nicht mehr so reindenkt, wo er wirklich relativ schnell auch dran kommt. Aber das Schöne ist an dem Handy heute, wenn er umfällt, ein Problem hat, ruft er mich an und dann kriegen wir das geregelt. Ne? So ist das heute. Ja? Naja. Hier gibt es ja so viele Unterschiede, oder? Hier gibt es zwei verschiedene Maße, wohl früher. Länger und kürzer. Ich denke, die kürzeren sind nicht. Ich hol die normalen, die kurzen. Das sind 10 Stück davon, ja? Ja, da kommt gleich einer, die Hydraulik Köpfe holen. Also Bescheid, danke. Tschüss. Das Tempo ist atemberaubend. Mit dem Schwader wird das Heu auf einer Breite von 12 Metern eingesammelt. Damit der Wind nichts verweht, fährt die riesige Ballenpresse gleich hinterher und fabriziert 500 Kilo schwere Quadranten. Bei dem Wetter kann jeder Pastor Heu machen. Ne? Das ist Bombenwetter, das ist einfach super. Ne? Weil das Heu so gut trocknet, häufen sich die Aufträge. Statt der geplanten 2 pressen sie heute für 8 Kunden. Das Familiengetriebe läuft wie geschmiert. Zumal durch die Hitze plötzlich auch das Getreide reif wird und die nächsten Aufträge reinkommen. Probleme auf dem Feld löst der Chef per Handy und sofort. Lass mich kurz überlegen. Du hast das Heu, was sich auf dem Boden hinter dem Sieb vor dem Spreuverteiler aufschiebt. Ist das richtig hoch oder ist das nur immer so ein Teppich? An der Seite über der Batteriekiste, da ist ein schwarzes Drehrädchen. Den kannst du aufdrehen, dass der schneller wird. Lukas darf schon die ganz großen Maschinen bewegen, sogar Mähdrescher. Hey! Nee, von hier! Du musst mir zuhören. Was habe ich dir vorhin gesagt? 2 unten noch gegen und dann jeweils 2 in der Mitte oben drauf. Und nicht quer und kreuz und krach. In der Halle kommst du nachher nicht da dran. Hier, du hast die Ballen jetzt 5-mal angepackt. Für nix. Mach keinen Fummel. Schnapp dir immer 2 und 2 Ballen, dann setzt du die von hier drauf. Ja, aber dann kriegst du nur 4 drauf. Du hast gerade immer schon 6 gesagt. Okay. 2 unten, 2 hinten, 2 vorne. 2, 2. Ach, und na, 2 und sind... Auch nee, auch du. 2 unten, 2 in der Mitte und 2 vorne. 2, 4, 6. Ne? Im Erntemarathon gibt es zu wenig Zeit, um Fehler zu machen. Heute fahren 12, 14 Maschinen bei uns. Ne? Und da kann auch mal was kaputt gehen. Vorhin hat mich einer angerufen, den Schalter kaputt. Dann muss man wieder koordinieren, dass die Kiste am Laufen bleibt. Ne? Die soll jeden Tag, wenn es geht, 2000 Euro verdienen. In solchen Tagen. Und mit Stehen verdient ihr nicht. Ne? Kredite müssen bedient werden, Banken sitzen ihnen im Nacken. Aber für Lukas ist klar, dass er das Unternehmen eines Tages weiterführen will. Er lernt hier schon früh, dass Aufträge, die eine Firma angenommen hat, unbedingt eingelöst werden sollten. Wenn ich schon 2 Tage mehr habe, dann hat er von den 40 Hektar schon mal ungefähr 20, 25 gemacht. So. Ja, und jetzt ist keiner zu kriegen. Das geht aber doch nicht, oder? Und das muss einfach geklärt werden. Ich brauche den ja quasi nur 2 Tage. So. Ja. Nee, das wäre wichtig, dass wir das in der Reihe kriegen. Ne? Ja, ich habe meine Kunden ja auch das versprochen. Ne? Ganz wichtig, ne? So, und dass er mich da mal anruft. Alles klar. Den versprochenen Mähdrescher wird Alexander Sauer nicht bekommen. Er verliert einen 4.000-Euro-Auftrag und einen Kunden. Ich rufe jetzt gleich mal Stefan an. Gehe ich anfangen und stoche mit der Presse noch runter. Ja. Wenn Stefan fast fertig ist, kann der mit der Presse anfangen. Woher kommt eigentlich der Spruch, Geld wie Heu? Ja. Es gibt Menschen, die haben nichts zu tun. Und die sehen dann so einen Apparat.
Da sagen die, müssen Geld haben. Aber ich habe es ihnen ja eben erklärt. Früher hatten wir Geld. Heute haben wir Maschinen. Heute haben wir kein Geld mehr. Das ist das große Problem, das Geld zu haben. Ja, sagen wir so, man muss die Maschinen haben, um den Rückhalt zu haben. Und dann muss man halt einfach ein Grundkapital da stehen haben, um die Arbeit machen zu können. Ne? Alexander Sauer? Ja, hallo. Für wann? Nee, das habe ich nicht. Heute und morgen ist zu. Morgen, bis da das Gewitter gibt, bis das gut Wetter ist, habe ich alles zu. Nee, dann bringt das nichts. Naja. Okay, bis dann. Tschüss. Typischer Fall von Lohnunternehmer, der keinen Rückhalt hat. Das ist der Mähdrescher abgebrannt. Jetzt rief der Kunde an, ob wir da dreschen könnten. Ich komme aber jetzt nicht mehr da hoch, das schaffe ich heute nicht mehr. Ne? Bleibe Getreide halt stehen, bis nach dem Regen. Das ist so. Schon am nächsten Tag soll es wieder gewittern. Aber ist doch geil, gucken Sie mal da hinten, wie das aussieht. Ne? Der Staub? Sauber, nee, sauber, wie die Gassen liegen. Und hat alle geholt, ist auch am Rand, ne? Alles weg. Ja, aber man muss schon aufpassen, der rutscht jetzt hier quer im Hang, da müssen Sie schon kennen, wie sie fahren. Der ist weiblich, der Schwade, muss man mit umgehen können. Den muss man zu nehmen wissen. Jetzt da kommt die Presse schon, den hinten. Das ist so ein Bild, was Sie mögen, ne? Auch immer der Erste sein. Bin es nicht immer gewesen, aber wenigstens so leben. Wichtig ist das, ne? Warum? Bestreben, immer der Beste zu sein. Warum ist das so wichtig für Sie? Ja, sonst können Sie den Betrieb doch gar nicht machen, wie wir haben. Ne? Weil Sie kriegen einfach die Kunden dann. Ne? Die Kunden sind von uns überzeugt. Die akzeptieren noch mal einen Fehler. Obschon, die sind halt ja tödlich. Das ist halt eben so. Aber ich meine, hätte man nicht auch langsamer wachsen können? Nein. Da sind noch Knubbel. Geh mal da rüber. In dem Hang. Geh mal da gucken. Da in dem Hang. In einem Wahnsinnstempo machen die Sauers und ihre Fahrer die Wiesen leer. Ein Blick aufs Feld nebenan. Es scheint fast ein Luxus, wenn man Heu ernten kann, wie früher mal. Das ist ja auch sonst nicht mehr zu bezahlen. Ne? Das kostet ja nur die Hälfte von dem kleinen Krimskrams. Ne? Ehe die Ballen oben auf dem Gestehe sind, ist es doppelt und dreifach an Geld weg. Ne? Das geht heute ja nur noch möglichst günstig. Heute erntet Alexander Sauer 40 Quadranten für einen kleinen Hof mit ein paar Kaltblutpferden. Die Besitzer haben extra ihre Scheune umgebaut, damit die Quadranten hier reinpassen. Sie sparen dadurch im Jahr fast 400 Euro an Futterkosten, die Arbeit nicht mitgerechnet. Wie lange haben wir früher an so was gepuckelt mit der Hand mit kleinen Ballen? 3 Tage. Ja, und rechts ist ja ein Stopp. Was sagst du, 40 kleine Ballen auf dem Quadranten? 15 Kilo waren Bällchen früher immer. Heu. Das sind 30, ne? 30 kleine Ballen, da hat man 45 zu 100 kleine Ballen, dann ist ein halben Tag beschäftigt. Einen halben Tag, das schaffst du auf den Tag, ne? Ja, darum haben wir das Ganze auch so alles umgebaut, dass wir das alles hier hochstapeln können, dass man halt die ganze Handarbeit nicht mehr hat. Tja, die Maschinen machen es möglich, ne? Die Zeiten ändern sich. Hier werden sie wenigstens leichter, ne? Hier ist die Arbeit dann leichter.